Ah Leute, heute zeige ich euch den Backside Boardslide. Nun die Tricks, die ihr kennen solltet. Den Frontside 180, den normalen Ollie und natürlich gute Balance. Nun zur Foot Position. Der hintere Fuß steht wie bei eurem Ollie in der Mitte des Tails und etwas weiter hinten. Der Vorderfuß steht ca. 5 cm vor den Schrauben. Der große Onkel, also die Spitze des Ziels, ca. 1,5 cm über dem Board. So, nun zu den Übungen. Am Anfang ist es oft sehr hilfreich, mit einem 90-Grad-Olli auf die Flatbar bzw. auf das Rail zu springen. Wenn ihr all das praktiziert habt, könnt ihr euch auch schon langsam auf die Flatbar zu bewegen und drauf springen. Danach könnt ihr euch auch schon zum echten Boardslide wagen. Dabei dürft ihr euch aber nicht zu weit nach vorne lassen, denn sonst passiert das. Ich hoffe, euch hat's gefallen, viel Spaß beim Üben und bis bald.